Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns wieder gemeinsam die Neuzugänge aus dem Juni 2020 an und prüfen mal, ob die Bücher schon gelesen sind oder noch auf dem Sub liegen und machen daraus so ein bisschen wieder die Rache des Subs. Es sind wohl 15 Bücher bei mir eingezogen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was die Steffi in der Vergangenheit verbrochen hat, welche Bücher sie gekauft hat und was schon gelesen ist. Und mach jetzt ein bisschen Platz und ich freue mich mit euch das Video aus dem letzten Jahr anzuschauen. Eine sommerliche Steffi, ja, sehr schön. Das erste Buch ist von Guillaume Musso, Ein Wort, um dich zu retten. Und bei Musso gibt es ja entweder absolute Highlights oder absolute Flops. Und ich kriege die Geschichte gar nicht mehr so zusammen. Ich habe die gehört, gelesen von Richard Barenberg, ein Sprecher, den ich sehr empfehlen kann. Ich weiß gar nicht, ob das auf dieser Insel war und der Autor unterwegs war und jemand vom Verlag oder die Leserin. Und irgendwie gab es einen Mord und die Insel war irgendwie, jeder war verdächtig. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, ob ich es beendet habe oder abgebrochen habe, muss ich ehrlich gestehen. Anders. Ein Junge, sein Hund und das Ende der Welt. War, glaube ich, ursprünglich mein Hörgenuss von Steffi vom Buchschnack und hat mir auch sehr gut gefallen. Also wir sind hier irgendwie eine Katastrophe auf der Welt und wir haben eben diesen Jungen, der nur noch einen seiner Hunde hat, den anderen jetzt suchen geht und dabei eben doch so das ein oder andere Abenteuer erlebt. Und es war überraschend emotional und ging definitiv in eine andere Richtung, als ich es erwartet habe, aber so wie Steffi es dann schon schwärmend beschrieben hat, richtig tolles Buch. Ja, von Corinna Boman, Sophias Träume, ist glaube ich der zweite Teil der Farben der Schönheit gewesen, habe ich auch gehört. Ich habe die ganze Trilogie gehört, ich habe die sehr gefeiert, ich mochte die Geschichte von Sophia, die ja glaube ich irgendwann Anfang 1900 begonnen hat, 1918, die dann im Grunde ein uneheliches Kind bekommt, nach Paris geht, ihr Weg sie irgendwann nach New York führt, wie hier den Puderkrieg verfolgen von Helena Rubinstein und Aden. Hat mir sehr gut gefallen. Corinna Boman kann historische Bücher wirklich richtig, richtig toll. Und da hatte ich viel Spaß. Dann startete ja so ein bisschen das Black Lives Matter ja wieder in unser Gedächtnis gekommen ist. Und ich habe von Alice Hasters gehört, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ein Buch, was sehr oft empfohlen wurde, eben in Bezug auf Alltagsrassismus und mit dem man eben einfach mal einsteigen kann. Ich fand es okay. Ich habe Alice Hasters ganz gerne zugehört. Mir war es aber zu viel erhobener Zeigefinger und für mich persönlich waren es auch viel zu viele Allgemeinerungen. Also das, was sie selbst eben nicht möchte, hat sie aber dann durchaus auf ihre Umgebung weitergetragen. Also egal, ob es die Deutschen sind, ob es ihre Lehrer waren, ob es die Amerikaner waren, wo eben ihre andere Familie herkommt. Also das war dann immer mal so ein bisschen, wo ich dachte, naja, was man nicht will, sich selbst, ne? Aber ja, war okay, war jetzt für mich nicht die Wahnsinnsüberraschung oder die, ja, das Highlight, was vielleicht für viele andere war. Ja, von Erik Kellen ist mal ein ganz anderes Buch herausgekommen. Juna und der Hüter der Wolken. Hier haben wir eher eine Kindergeschichte, eine, ja, vielleicht ältere Kindergeschichte mit einem Drachen und auch den Träumen und der Fantasie. Und es war eine richtig schöne Geschichte. Ich mag den Stil von Erik Kellen super gerne. Ich finde, dass der Fantasy wirklich ganz, ganz toll erzählen kann. Mir immer wieder Freude bereitet, die Welten zu entdecken und auch hier. Ja, von Blake Crouch ist als Hörbuch Psychose bei mir eingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wer im letzten Jahr davon so geschwärmt hat. Und dann habe ich mir das Hörbuch geholt und das habe ich ja dann Anfang diesen Jahres gehört und dann auch direkt Band 2 und 3 weiter gelesen. Ich habe ja dann Psychose, das Buch von Jenny oder mit Jenny getauscht und habe dann alle drei Bücher, also diese Trilogie, komplett in einem weggesuchtet, in einer Woche. Und ich hatte großen Spaß mit der Wayward Pines-Reihe. Also wirklich eine Highlight-Thriller-Reihe, die mal in eine ganz andere Richtung geht. Und dann geht es auch schon weiter mit Hexfiles von Helen Harper. Hexen gibt es doch, war glaube ich der erste Teil einer Trilogie. Und ich habe alle drei Teile sehr, sehr gefeiert. Auch ein Jahreshighlight letztes Jahr für mich. Es war locker, es war leicht, es war
Ja, wir hatten eine Hexe, die total chillig war, die Netflix geliebt hat, die eigentlich mit diesem Hexentum nichts zu tun wollte. Und es war humorvoll, es war spannend, es hatte Krimi-Elemente, aber auch Fantasy und ach, es war richtig toll. Abenteuer im Gepäck, herausgegeben von Erik Lorenz, habe ich auch gelesen, als mich vor einigen Wochen das Fernweh gepackt hat. Erik Lorenz hat ja den Podcast Weltwach und hier hat er einige, die bereits bei seinem Podcast zu Besuch waren, einfach nochmal ja, die Möglichkeit gegeben, ihre Geschichte aufzuschreiben, eine Reise ja, nochmal niederzuschreiben. Und das Schöne ist eben, er ist hier der Herausgeber. Das heißt, wir hören diese Geschichten eben in den Worten der Menschen, die uns von ihren Reisen erzählen. Und es war auch mit wunderbaren Bildern bestückt. Und man kennt natürlich die Podcasts und weiß so manche Reise der Erzählenden, aber man konnte das hier nochmal wunderbar nachlesen. Und es hat definitiv mein Fernweh ein wenig gestillt, wobei eigentlich macht es dann auch immer Lust, irgendwie aufzubrechen. Ich mochte die Mischung in der Geschichte, dass es auch so, also in der Geschichte, in dem Buch, dass eben auch so Überthemen da waren von Leuten, die eben aufbrechen, die ankommen von ihrer Reise. Es war richtig toll, ist von der Haptik auch schön. Und ich möchte auf jeden Fall auch das neue Buch von Erik mir jetzt nochmal zulegen. Da erzählt er seine Reisegeschichte. Also da ist auf jeden Fall er der Autor, nicht mehr der Herausgeber. Und ich kann das Buch empfehlen. Ich kann den Podcast empfehlen. Ihr findet Weltwach ja auch auf YouTube. Da kann man so manche Folge auch mit Bild sich anschauen, was ich auch richtig toll finde. Und ich bin einfach ein großer Fan. Also mein Herz schlägt sehr für Weltwach. Ich verpasse keine Podcast-Folge. Ich suchte die wirklich immer mit weg, einmal pro Woche. Und ich mochte auch wirklich dieses Buch super gerne und hatte da auch wirklich großen Spaß. Und ja, auch mit Time to Love von Beth O'Leary hatten wir, glaube ich, alle letztes Jahr großen Spaß. Ja, Ruth hat uns ja alle angefixt mit dem Buch und ich fand das richtig, richtig toll. Also Ruth hat uns mit Beth O'Leary angesteckt, so muss man es ja wahrscheinlich direkt sagen, mit dem ersten Buch, also 2019. Und hier haben wir einen Switch von Enkelin und Oma von der Großstadt in die Kleinstadt und umgedreht und beide ja, packen sich sozusagen jetzt das Leben, das Laster der anderen irgendwie auf und möchten eben nochmal in einer anderen Stadt, in einem anderen Leben irgendwas erleben und es hat super viel Spaß gemacht. Ich mag den Stil von Beth O'Leary super gerne. Dann ist Die Leiche eingezogen von Stephen King. Man hat jetzt die Kurzgeschichten aus Frühling, Sommer, Herbst und Tod, glaube ich, alle auch als Einzelband herausgebracht. Die Leiche ist ja unter anderem auch bekannt als die Verfilmung Stand by Me. Und das ist ja auch so eine Vierergruppe Jungs, oder waren es fünf, bin mir gerade gar nicht mehr sicher, die eben ja eine Wanderung anstarten, die durch den Wald gehen und dann eben eine Leiche finden. Und es hat aber gar nicht diesen Gruselmoment, sondern es ist eher so dieses Abenteuer, dieses Älterwerden, dieses mit diesem Erlebten umzugehen. Und ich finde das einen ganz besonderen King. Ich mag Die Leiche sehr gerne. Mir persönlich ist sie nur zu kurz. Das muss ich echt sagen, es ist ja eher eine Novelle als eine Kurzgeschichte. Aber es ist sehr atmosphärisch und wirklich auch so dieses... Ja, diese Gruppendynamik machte mir auch großen Spaß. Also ich habe das Buch dann auch gelesen oder sogar gehört. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und fand es wirklich toll, dass Heine jetzt im Grunde diese Novellen, die etwas längeren Kurzgeschichten, nochmal einzeln herausbringt. Und ich finde auch das Cover tatsächlich mega. Die Geschichte ist wirklich schön, gefällt mir sehr gut. Erinnert vielleicht irgendwie auch natürlich an die Gruppendynamik in S. Also wer da diese jugendlichen Charaktere toll fand, hier sind sie, glaube ich, eine Spur jünger, ja, wird da auch mit Die Leiche ihren Spaß haben. Und es ist, wie gesagt, eben keine so lange Geschichte, also definitiv auch für Einsteigen geplant. Frank Herbert, Dune, der Wüstenplanet. Habe ich mir als Hörbuch gehört, habe ich angefangen, habe mich gelangweilt, habe pausiert, habe nochmal angefangen. Ich bin nicht reingekommen. Also das, ja, habe ich mir zugelegt, weil ja letztes Jahr die neue Verfilmung kommen sollte von Dune. Ist ja immer noch etwas, worauf ich auch sehnsüchtig warte, weil ich glaube wirklich, dass die Verfilmung toll ist. Der Trailer verspricht zumindest viel. Und ich wollte in dieses große Werk der Science Fiction eintauchen. Es ist ja ein Zukunftsepos mit einigen Teilen. Und ich dachte mir eben, ich mache es mir leicht mit dem Hörbuch. Ich bin nicht reingekommen. Also ich habe es im Grunde zweimal pausiert. Ganz bewusst sage ich pausiert, weil ich es nicht abgebrochen habe, weil ich es noch nicht über mich bringe, dieses Buch wirklich ad acta zu legen. Aber es ist im Grunde schon gelesen. Für mich zählt es nicht mehr, dass es auf dem Sub ist. Aber ich vielleicht versuche ich es tatsächlich mal mit dem Lesen und besorge mir vielleicht mal das E-Book dazu. Aber manchmal ist es eben mit Büchern so, dass sie eingefallen wollen und es einfach nichts wird. Ja, Katie J. Adams, Tage des Sommers, es hat ein schönes Cover, es hat eine tolle Schrift, es
hat nach Sommer gerufen, nach guter Laune, und ich habe es dann irgendwie abgebrochen, soweit ich mich erinnere. Ich kann mich da auch nur noch ganz vage dran erinnern. Also es war definitiv ein Coverkauf. Ja, mehr kann man dazu gefühlt gar nicht sagen, was ich auch sehr schade fand. Ich habe es, ich habe gar nicht so viel gelesen. Es war, glaube ich, vom Stil her nicht wirklich gut. Es war auch nicht spannend und irgendwie, war das nicht so meins. Ja, ganz anders, John Mars, The Passengers war letztes Jahr das neue Buch, was ich auch zusammen mit den drei anderen Fangirls sozusagen gelesen habe. Hat einen blauen Buchschnitt, wirklich richtig toll, hat mir super gut gefallen. Also ich mag diese Science-Fiction-Spannungsromane von John Mars auch sehr, sehr gerne. Es spielt irgendwie im Universum von The One. Man sollte also The One vorher definitiv gelesen haben, beziehungsweise wenn man das noch lesen möchte, würde man sich in The Passengers spoilern. Es war super spannend mit 8 Autopassagieren in autonomen Fahrzeugen. Die Fahrzeuge werden irgendwann von jemand anderem übernommen und es wird eben gedroht, dass es hier eben die Leute sterben. Man darf über Social Media mit abstimmen, es werden einem nur gewisse Seiten der Fahrer sozusagen gezeigt. Gleichzeitig hat man im Hintergrund eine Jury, die eigentlich entscheidet über Fälle, was passiert, wenn ein autonomes Auto einen Menschen irgendwie verletzt. Super spannend. Ja, der nächste Flop, Nicola Hotel von It Always You. Sah optisch wunderschön aus. Auch überhaupt sind die Taschenbuchausgaben richtig toll von beiden Bänden. Da gibt es auch noch einen zweiten Band. Die sind auch wirklich mit diesem Handlettering. Und ich glaube, soweit man weiß, kann man das eben dann auch mal nachmalen, nachschreiben. Und ich habe es nicht zu Ende gehört. Also ich weiß gar nicht mehr, was mich so daran gestört hat. Ich weiß, dass es mich sehr gelangweilt hat, dass es überhaupt nicht meins war. Ich kriege aber, es ist vielleicht ganz gut, dass man Bücher, die man nicht gut fand, auch irgendwie vergisst. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich weiß, dass ich dann den zweiten Band mir gar nicht erst zugelegt habe und ich glaube auch Nicola Hotel erstmal so aus meinem Gedankenuniversum im KISS Verlag so ein bisschen gestrichen hat, weil sonst mag ich ja doch so einige Autoren beim KISS Verlag, aber die beiden Bücher, das war für mich eher so optisch hui. Das da drin war eher nicht so meins, aber das ist sehr schade. Ja, Love, A Single Night von Ivy Andrews. Müsste der erste Teil gewesen sein der Reihe, den ich auch noch sehr gefeiert habe. Wir haben 4 Mädels, junge Frauen, die in England studieren. Love sind auch die Vornamen der Mädels. Und die Geschichten, also die 4 Teile, erzählen uns sozusagen immer eine Geschichte und es ist zum Teil wird sie weitererzählt, zum anderen manchmal die Vorgeschichte. Und ich weiß, dass mir der erste Teil noch sehr, sehr gut gefallen hat, weil mir auch die Geschichte von der Modedesignerin gefallen hat, die eben auf einen Modedesigner trifft. Die haben einen One-Night-Stand, treffen sich dann irgendwann in diesem College wieder. Und, oder war er Mode? Ich glaube, war er auch. Ich bin gerade überlegen, was sie war, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, war sie Fotografin? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Das war eine wunderschöne Freundschaft dieser Mädels, weil wir eben alle 4 schon kennengelernt haben, auch ihre Wege so ein bisschen schon gesehen haben und mir dann auch die Liebesgeschichte sehr gut gefallen hat, auch dieses Mode-Imperium so im Hintergrund mir Spaß gemacht hat, mich damit so ein bisschen zu beschäftigen, da einzutauchen, da eben auch so ein bisschen was mitzubekommen. Oder war sie Näherin? Ich bin mir gerade echt nicht mehr so, ja, meine Güte, also irgendwas war sie auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, war ich vom zweiten dann enttäuscht und ich glaube, den dritten habe ich den überhaupt dann noch so gelesen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und dann ist ein Buch nochmal eingezogen, ohne auf dem Sub zu wandern, nämlich Joy at Work von Marie Kondo. Das hatte ich, glaube ich, 1 Monat oder 2 Monate vorher gehört. Jetzt habe ich irgendwie die Stopptaste vergessen. Aber ist bei mir nachträglich eingezogen, hat hier schon nicht auf den Sub gezählt und war auch wirklich ein Buch, was ich sehr gerne gehört habe. Ich habe auch ein Reread schon gemacht und meine Markierungen drin vorgenommen und kann ich auch jetzt immer noch empfehlen. Und jetzt war ich tatsächlich einen Moment total verunsichert und dachte, ich habe gar keine Finger. Also doch, ich habe Finger, 10. Aber normal zähle ich immer mit. Heißt das jetzt wirklich, ich habe alle Bücher aus dem Juni 2020 gelesen und gehört? Ist ja faszinierend. Also es macht gerade so den Anschein, ich musste gerade so kurz in mich gehen und denken, es könnte tatsächlich sein. Wahnsinn. Also wie man Dune rechnet, für mich pausiert, könnte es jetzt noch irgendwie auf dem Sub sein, wobei aktuell eher nicht, weil eben pausiert und vielleicht sogar abgebrochen, aber ja, finde ich gut. Ich bin gerade total sprachlos. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon einmal hatte, dass ich gar kein Buch mehr offen habe und bin da tatsächlich gerade begeistert, aber doch auch irgendwie überrascht und ja, irgendwie sprachlos, aber auch mal schön.
kein Buch, was irgendwie noch auf dem Sub von vor einem Jahr liegt. Das heißt, ich kann mich jetzt um die Bücher kümmern, die in den letzten Monaten noch irgendwie übrig waren. Aber ich bin jetzt echt so ein bisschen, also fassungslos ist zu viel, aber ein bisschen sprachlos. Aber ich freue mich auch. Ja, also das, waren auch nur 15 Bücher. Nur. Ja, aber ja, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen. Ich bin gespannt, was ihr diesmal sagt, dass so gar kein Buch unterm Strich übrig ist, weil ich kennt ja auch eins der Bücher, habt es auch schon gelesen, habt es auch mitgefeiert oder fand es ähnlich schlecht wie ich. Lasst uns gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Ich packe die Bücher auf jeden Fall auch unten in die Infobox. Sollten die euch noch ein bisschen näher interessieren, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und sprachlos, fassungslos. Verabschiede ich mich jetzt. Danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.